Heute habe ich mir mal gedacht, das, was oft unscheinbar ist, also weil mancher Zuseher sagen könnte, das ist langweilig oder es erscheint mir langweilig, ist manchmal von den begabten Menschen durchdacht, was man gar nicht glauben möchte. Zum Beispiel, ich zeige heute einmal den scheinbar langweiligen Zustand meines Einkaufskorbes. Also wenn ich einkaufen gehe. Ich mache dann eine Rastpause, weil ich ein bisschen verschnaufen muss. Und schau, was habe ich heute kaufen können. Ich habe gekauft verbilligte Mandeln, 5 Pakete zu 19 Cent. Weil normalerweise kosten die über 1 Euro. Und Mandel ist etwas sehr, sehr Gutes, sehr Gesundes. Es schmeckt sehr gut. Man kann viel damit daraus machen. Und es kommt aus dem Ausland, aus den Ausländern. Dann nach wie vor, ich habe 4 Jahre kein einziges Alkoholbier getrunken. Ich trinke seit 4 Jahren nur alkoholfreie Dinge. Zum Beispiel mit Vitamine oder ein alkoholfreies Bier schmeckt tatsächlich gut und ist das Billigste, was man im Handel erhalten kann. Dann auf Bananen vom Ausland lege ich eine große Wert. Bachela, also je nachdem. Dann sage ich, ich musste heute leider ein Sackerl kaufen, weil ich vergessen hatte, mein Stoffbeutel einzupacken. Da habe ich noch gekauft Schokolade mit Nüssen aus dem Ausland, ein Brot. Dann habe ich Zwiebel aus dem Ausland gekauft und Marzipan. War heute verbilligt. Marzipan von Edelsorte. Also Schneebälle, Marzipan, Edelmarzipan in zartbitter Schokolade, knusprig umhüllt. Esse ich sehr gern. Also mehrere Sprachen. Also geht durch die ganze Welt, ist auch vom Ausland. Also man sieht, der bescheidene Mann, meine Mama lobt mich immer. Meine Mama sagt immer, wie kannst du so viel Geld den Armen geben? Dann sage ich, ja, weil ich selber bescheiden leben kann. Obwohl ich habe nicht so wenig Geld, aber ich kann bescheiden für mich leben und lebe gut. Edelmarzipan, die besten Tabaksorten. Aber ich komme sehr günstig. Ich kann mit 150 Euro umgehen. Verstehst? Ein anderer braucht 10.000 Euro. Allein fürs Autowäsche. Wenn er einen Jaguar besitzt. Jaguar und was weiß ich. Und ich kann immer den Namen geben. Das ist die Großheit. Und ich habe eigentlich die besten Sachen. Alle vom Ausland. Edelmarzipan, Mantel, Tabaksorten, John Player Special, bis alles. Verstehst? Ich kann halt mit dem Geld gut umgehen, weil ich 20 Jahre Wirtschaft auch studiert habe nebenbei.